Da die Kabinen funktionierten, war Dans nächster Schritt klar. Er musste eine Kabine ins Domizil der Hohepriesterin Kromhaar schicken. Nur wie machen wir das? Am besten sprechen wir da erstmal mit dem Professor. Also dieses Inventar ist furchtbar. Alles in Ordnung? Hier, da ist der Punkt, der uns interessiert. Ein Teleportersprung über schlappe 5 Meter ist was für Weicheier. Das ist wahrscheinlich wahr. Und wahrlich wahrscheinlich. Hast du einen Vorschlag? Ich kann doch keine Kabine einfach so herumstehen lassen. Das Lager der Villa. Da habe ich Zutritt. Dort ist sie sicher. Von mir aus. Aber sie ist schwer. Entspann dich. Du sprichst mit Dan Murray. El Chupacabras. Ich kümmere mich um den Jungen. Und du stellst die Kabine ab und kommst raus. Alles klar? Gehört, analysiert und verstanden. Gut, dann los. Oder der Poet. Unmöglich, Dan. Ich kann keine Tätowierung von El Chupacabras entfernen. Und was ist mit der? Die ist kleiner. Nein, die Größe spielt keine Rolle. Da bin ich. Und was nun? Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass diese Kabine hier woanders hingebracht wird. Und da sprechen wir am besten mal mit dem Edgar. Der hat ja auch den Sarkophag hier rausgeschafft. Der ist fast fertig. Hallo, Superheld! Zurück, Erdling! Sie haben also den Sarkophag mitgenommen. Was hat ein Sarkophag überhaupt im Lager zu suchen? Die Hohepriesterin Krom. Ja. Zum Te- Jetzt. Was? Na, du. Ist denn. Ach, ja, Mann, jetzt kommen wir aus dieser Unterhaltung nicht raus. So. Okay, so einfach ist es nicht. Wir kriegen wahrscheinlich den Professor nicht dazu, das Ganze noch weiter wegzubringen. Alles in Ordnung? Nee, schade. Flieg schön an die Decke, die Höhenluft bekommt ihr. Und der Poet wird uns das wahrscheinlich auch nicht noch weiter schleppen. Hey, Poet! Irgendwelche Nachrichten, Pakete, Aufträge, Anweisungen. Naja, also als allererstes. Nochmal danke für die Kabine. Danke für den Schmerz, die Ferse, die Gesten, die Unschuld. Dann sind wir ja quitt. Oh ja. Hey. Hey. Ganz schnell weg hier. Der Kerl ist mir unheimlich. Gut, aber vielleicht können wir das Ganze ja anmalen, dass das wie ein Sarkophag aussieht oder sowas. Wie wär's, wenn ich die zum Sarkophag umspraye? Funktioniert sogar. Nein, das würde ich nicht schaffen. Unmöglich. Haha! Man sagt es ständig, aber man glaubt es nicht. Wunderbar. Jetzt muss das Ding nur noch zum Tempel der ewigen Illusion gebracht werden. Na dann, jetzt sprechen wir aber mit Edgar. Hallo, Superheld. Zurück, Erdling. Weißt du, Edgar, Ellen Poe, mir ist da was aufgefallen. Und zwar nämlich... Im Lager steht ein Sarkophag. Stimmt nicht, Erdling. Ich hab dir doch gesagt, dass sie ihn schon mitgenommen haben. Lass dir gesagt sein, mit der Brille kannst du genau gar nichts erkennen. Ehrlich? Ehrlich, genau gar nichts. Nein, das vom Sarkophag. Im Ernst? Du hast sie also schon bestellt. Hoffentlich holen sie ihn ab. Ja, gut, seid vorsichtig. Und aufpassen, dass ihr die Wand nicht einfärbt. Oha. Also gut. Eleonora meinte, es wird dauern, die Kabine zum Tempel zu schaffen.
Ich werde die Zeit nutzen und bereite mich auf den nächsten Angriff vor. Diese Roboter da eben, das waren doch die gleichen, die mit dem Typen da unterwegs waren, die Liz und den immateriellen Mann da angegriffen haben oder so. Warum bin ich nur so gut zu euch? Mal sehen, ob ihr alles begriffen habt. Ich steige in den Sarkophag. Und dann verschließe ich ihn. Dann aktiviere ich den Mechanismus, der den doppelten Boden dreht. Ihr öffnet den Sarkophag wieder und das Publikum staunt. Ich bin nicht mehr da. Keiner ist da. Habt ihr verstanden? Herrin, wo sollen wir den großen Sarkophag hinstellen? Welchen Sarkophag? Sag mal, wie siehst du denn aus? Ah, du hast 3 Sekunden. Nenn mir einen ägyptischen Herrscher. 1. 2. Menophis? Der 3. 3. So, und jetzt 4 teilen. Huch. Ich bin der allerhöchste Amenophis der 3. Herrscher über Ägypten. Quarterback vom Nil. Wertvollster Spieler der... Nein, stopp. Amenophis der 3? Der 3. Und zwar höchstpersönlich. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ja, dann. Aber schick sieht er aus, unser Danemophis. Ich bin verloren, seit die klasse Frau, die meinem Leben einen Sinn gab, verschwunden ist. Sprich, was für eine Frau ist das? Naja, Ich suche die Hohepriesterin Kromha, die Frau mit dem prächtigsten Vorbau, den es je gab. Sie steht vor dir. Baby, ich bin dein Mitternachts-Kameltreiber. Deine Unverfrorenheit bringt mich in Versuchung. Du hast eine lose Zunge, Amenophis. Aber du hast Glück. Ich bin ja so gut. Begleite mich. Dan hatte es endlich geschafft. Er wurde in den Tempel der ewigen Illusion teleportiert. Und wenn ein Wunder geschehe, würde er es überleben. Aber leider war es eine Tatsache, dass die Zukunft nicht für alle so rosig aussah. Oh oh. Einen schönen guten Abend, Miss Eller. Haben Sie Hunger? 20. Wieso wurde ich betäubt? 12. Was haben Sie mir angetan? 1. Ich habe Kopfschmerzen und das linke Ohr tut mir weh. 4. Kommen Sie nicht näher, sonst beiße ich. Nun, der Schmerz wird in knapp einer Stunde verschwinden. Der Kapitän würde gern mit Ihnen dinieren. Ziehen Sie das an? Nein. Los. Heute haben wir den 1. Tun Sie es sonst. Am 1. trage ich nie schwarz. Sonst werden Sie unbekleidet essen müssen. Ich gebe dir recht. Ich finde, es ist doch eher dunkelgrau. Ich zieh's an. Na, und wie fühlst du dich jetzt? Es war wunderbar, Amenophis. Mich hat schon lange kein Mann mehr so glücklich gemacht. Ist auch nicht mehr und nicht weniger, als ich verdiene. Schön für dich. Und jetzt? Jetzt bleibst du mein Gast. Ich werde gut zu dir sein und du wirst in alle Ewigkeit bei mir bleiben. Meine Liebe, ich bin eher für kurze Sachen. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Ach was, reine Übungsfrage. Tu mir einen Gefallen, ruf deine Roboter zusammen und sag ihnen, sie sollen mir den Bühnensarkophag öffnen. Oh, man darf wirklich zu niemandem gut sein. Amenophis der 3. In diesem Haus wird nicht so einfach geöffnet. Vergiss es. Ich bitte die Roboter selbst. Und du... Sie werden nie auf dich hören. Dr. Celsius hat sie so programmiert, dass sie nur dem Träger meines Kragens gehorchen. Den ich, wie du feststellen konntest, niemals und unter keinen Umständen ablege. Faszinierend. Tja, Dan sagte, faszinierend. Aber in Wirklichkeit dachte er, früher oder später wird das Kragendingens mir gehören. Denn wie es aussieht, brauche ich das Teil unbedingt, um Big Albert in Fleiß Labor zu teleportieren. Du bist mein Amenophis. Erfüll mir all meine Wünsche und du wirst auf ewig glücklich sein. Anderenfalls befrag das Orakel der Schatten. Okay, wir haben den Tempel der ewigen Illusion erreicht. Jetzt müssen wir Liz und Big Albert retten. Und dazu reden wir als allererstes mal mit Hohepriesterin Kromha. Ha,
Für mich ist sie nur ein Mordsweib. Sonst gar nichts. Die anscheinend ganz schön gefährlich und durchgeknallt ist. Herrin. Sprich. Mich interessiert nur ein Thema. Du. Oh. Der erste ist gut. Wie ist es denn so, als Mumie zu leben? Hat alles Vor- und Nachteile. Ich fühle mich wie tot, aber brauche keine Enthaarung. Nur dieser 14-tägige Flüssigkeitsaustausch macht mich fertig. Klar geben sie sich bei mir besondere Mühe, aber fertig macht es mich trotzdem. Das soll also eine Mumie sein, ah ja. Wozu die Arbeit als Illusionistin? Bei deinen Reichtümern? Ich kann es besser als jeder andere und es macht mir Spaß. Außerdem kostet es ein Vermögen, so eine Figur zu behalten, ehrlich. Ich würde ja in alle Ewigkeit über dich reden, aber... Komm schon, überlass mir das komische Collier. Niemals, Amenophis. Ich werde dir viele Dinge geben, aber nicht das. Nie. Naja, man konnte es ja mal versuchen, ne? Wo ist denn das Orakel der Schatten? Geh raus und durch den Saal bis zur Doppeltür gegenüber. Du kannst es nicht verfehlen. Befiehl mir, dir einen Kuss zu geben, meine Liebste. Was für ein Typ. Tu es oder ich lasse dich vierteilen. Okay, jetzt könnten wir hier nebenbei irgendwas machen. Ruh dich aus, meine Liebste. Nee, mein halbes Gehalt drauf, dass da Eselsmilch oder irgend so ein Schnickschnack rauskommt. Die Frage ist nur, was? Ich versuch's nochmal. Herrin. Sprich. Hier, das ist neu. Und wenn du den Robotern sagst, dass sie mir nur ein Weilchen gehorchen sollen? Ich bin die Hohepriesterin Krom-Ha. Seit Menschengedenken Herrin des Tempels der ewigen Illusion. Niemand außer mir gibt hier Befehle. Außerdem, niemand kann so wie ich befehlen. Natürlich nicht, denn du bist ja die Beste, Allergrößte aller Zeiten. Okay. Ich denke, dass ich vorhin irgendwo ein Stück Zunge gelassen habe. Komm und such es, bevor ich dir den Rest rausreiße. So. Später mehr, mein Schatz. Ich brauche unbedingt ihr Halsdings. Ich weiß es nicht, wir versuchen später nochmal. So, wir sehen uns hier jetzt erstmal um. Die Badewanne hatten wir eben schon. Wenn man eine stadiongroße Villa hat, warum die Badewanne ins Schlafzimmer einbauen? Bei der Gelegenheit könnte man auch den Kühlschrank, die Hundehütte und die Toilette mit reinnehmen. Oh, das wäre überhaupt die Idee. Voll Münzen. Oh, zugreifen. Die würde ich mir gerne unter den Nagel reißen. Aber vor ihren Augen? Ah, okay. Vielleicht, wenn wir... Herrin! Sprich! Ich habe nicht vor, dich nochmal zu küssen. Egal, was du tust. Man darf doch zu niemandem gut sein. Aber du hast Glück. Ich gebe dir eine letzte Chance, bevor ich dich umbringen lasse. So, und während sie jetzt nicht guckt, greifen wir in die Vase. Zack. Haha. Achmännischer Rat. Nie beim Küssen die Augen schließen. Ich bin dann mal weg. So, dann sind wir da schon mal ein Stückchen weiter. Was haben wir denn hier eigentlich alles dabei? Eine Fernbedienung. Ein Geschenk von Fly, um seine kleine Erfindung zu steuern. Die Ente lässt darauf schließen, dass sie nicht zu den wertvollsten gehört. Aber wieso? So eine schöne Ente? Ich wette mein halbes Gehalt, dass die Kühe an den Pfosten Götter sind. Naja. Ich könnte mich hinlegen, aber Sofas sind mir lieber. Keine besonders guten Götter sind das dann. So, da ist der Ausgang. Hier ist eine Pflanze noch. Wenn man von Tobi 3 absieht, verstehe ich mich mit Pflanzen nicht besonders. Ach, vielleicht kannst du ja trotzdem ein Blatt mitnehmen. Nein,
Das Pflanzenähnlichste, was ich mal in der Hand hatte, war der Kaktussalzstreuer von Chupacabras. Ach ja, so, wir könnten jetzt Terrasse oder Ausgang. Gehen wir mal erstmal. Muss nicht sein. Da gibt es nichts von Interesse für mich. Über den Ausgang? Das hatte ich von Anfang an vor. Huch, was ist das denn? Wo ist er? Ach, da hinten ist er. Ich hasse Käfer. Alles Männchen. Logisch eigentlich. Sonst wäre hier der Teufel los. Aber warum hat sie einen Käferteich? Ich bin zu allem bereit, aber Käfer greife ich mir nie ohne Grund. Da oben wäre wieder die Terrasse. Und hier ist eine Schlange. Ach Mensch. So. Ganz schön beeindruckend. Ja, doch. Hier geht's ins Theater runter. Da steht eine Wache. Da ist eine Doppeltür, da ist eine Doppeltür. Es sind mehrere Statuen hier. Wir können allerdings nur die hier rechts ansehen und mit ihr interagieren. Da ist noch eine Tür. Ach herrje. Und noch eine Tür. Oh Gott. Die Nase erinnert an einen Ameisenbären. Ja, ein bisschen. So, hier oben die Wache. Der bewacht alle Tempelausgänge. Mit dem unterhalten wir uns vielleicht erst nochmal. Hey, du! Durchgang verboten, Mensch! Du bist nicht befugt, den Tempel zu verlassen. Ich habe gar nicht vor, hier rauszugehen. Weißt du warum? Weil ich es nicht will. Weil der Krummstab, den ich hier halte, uralt ist. Er wurde zu Beginn der Narma-Dynastie gemacht. Faszinierend. Vor mehr als 5000 Jahren. Schön für dich. Je älter, desto mächtiger. Das freut mich, ehrlich. Deswegen, beim besten Willen, du kommst hier nicht vorbei. Kleiner Tipp, entspann dich. Was für ein Typ! Der ist ja auch ganz schön komisch drauf, dieser Roboter da. Und war das etwa eine Herr-der-Ringe-Anspielung? Naja, gut. Das nächste Mal werden wir uns hier im Tempel der ewigen Illusion mal ein bisschen genauer umsehen, werden die diversen Räume erforschen und mal gucken, was wir vielleicht hier so alles tun müssen, um Liz und Big Albert zu helfen. Für diese Woche ist jetzt allerdings erstmal Schluss. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sehe euch wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Next Big Thing. Bis dahin ist es aber jetzt erstmal an der Zeit für mich, mich zu verabschieden. Denn, scheiße, verabschieden will ich mich natürlich. Verabscheiden wäre widerlich. Ja, und ich verabschiede mich natürlich so, wie ich das an dieser Stelle immer mache. Ihr wisst es ja inzwischen auch. Zum Schluss sage ich immer, ciao.